Wir Grünen setzen uns ja für einen Planungsstopp ein. Also wir lehnen die bisherigen Planungen zu einer Rheinbrücke zwischen Köln und Bonn ab. Also wir sind da sehr bei Ihnen und Ihrer Positionierung. Also wir sind gegen eine Autobahnbrücke in dem gesamten Bereich. Also sowohl, es gibt ja verschiedene Varianten, die da gerade geprüft sind. Wir halten die alle für nicht sinnvoll. Wir setzen uns aber ein für eine Straßenbahnbrücke. Ich schätze es so ein, dass im Moment die Auswirkungen auf Klimakrise oder auch Klimaschutz noch viel zu wenig berücksichtigt wurde. Also das ist auch gerade, wenn wir über die Rheinsprache reden, dass es eine Mitdebatte ist, aber dass häufig schon die Verkehrsströme oder Verkehrsüberlegungen im Vordergrund stehen. Aber der Verkehrssektor ist natürlich ein Bereich, den wir für einen ambitionierten Klimaschutz mitbedenken müssen. Und deswegen ist uns das ja eben auch aus grüner Sicht so wichtig. Und da läuft eben im Moment ganz, ganz viel falsch. Also wenn wir Klimaschutz wollen, dürfen wir halt nicht mehr so viel Geld nur in den Ausbau immer weiterer neuer Brücken und Autobahnen investieren, sondern wir müssen eben viel mehr investieren in die Bahn. Wir müssen Verkehre auch verlagern, also Verkehre auf Schiff zum Beispiel, auf Schiene verlagern. Wir müssen natürlich insgesamt auch Verkehr reduzieren. Die ganze Thematik hat ja sehr viele Dimensionen, also Umweltschutz, wo eingegriffen würde, die Auswirkungen an die für die Anwohner, sowohl Lärmbelastung auch als durch die neue Verkehrsführung. Genau, also es lässt sich nicht nur aus einem Blick betrachten, sondern wir setzen uns als Grüne natürlich da ein, dass man das bei all den Verkehrsplanungen eben berücksichtigt, die Auswirkungen auf eine Klimakrise. Also das ist ja auch unsere Position auf Landes- und Bundesebene, dass wir all diese Neuplanungen von Autobahnabschnitten eben auch auf eine Klimabilanz oder Auswirkungen, was bedeutet das für unser Klimaschutzvorhaben hin, überprüfen. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig.